It's late at night, I go to bed, I can't get no rest. Alter, Leute, 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 Schule ist komplett anstrengend. Hallo, Ibims, der Bamsdi, und ich war demnächst wieder auf YouTube unterwegs und ey, mein Gott. Gott, ich weiß nicht, warum ich mir das überhaupt angetan habe, aber ich habe mir ein Video von Superman Dennis angeguckt. Ihr müsst nicht wissen, wer das ist. Der ist eigentlich relativ groß, der YouTuber, aber man könnte sein IQ ungefähr mit dieser Kuh von Milka vergleichen. Hier übrigens nur zum Beweis, das ist auch definitiv eine Milka-Kuh. Und dieser Junge hat ein Video hochgeladen, ja? Und ich dachte, okay, klickst du mal drauf, vielleicht wirst du ja nicht enttäuscht. Und um euch von vornherein zu beruhigen, doch, ich wurde enttäuscht. Dieses Video heißt, ich habe 80% meiner Augenkraft verloren. Und es klingt erstmal dramatischer, als es ist. Ja, ich weiß, ich habe auch gedacht, Mann, verdammte Scheiße, jetzt passiert ja was ultra krasses. Aber gucken wir doch einfach mal kurz rein. Wie ihr wisst, habe ich schon seit 3 Jahren eine leichte Sehschwäche. Am Anfang habe ich ja eine Brille getragen, aber dann bin ich irgendwann auf Kontaktlinsen umgestiegen. Auf Dauer wurde meine Sehschwäche immer schlimmer, bis ich jetzt vor 2 Tagen abends meine Kontaktlinse rausgenommen habe. Und ich so gut wie nichts mehr erkennen konnte. Basti, atmen. Einfach atmen. Seine Reaktion spiegelt ungefähr das wider, was ich in dem Moment gefühlt habe, als ich das gesehen habe. Ja, genau so habe ich mich gefühlt. Also, mein lieber Superman Dennis, ich denke nicht, dass du das hier jemals sehen wirst, aber falls du dieses Video jemals sehen solltest, in Deutschland, habe ich extra eine Statistik rausgesucht, ja? In Deutschland tragen mehr als 40 Millionen Menschen eine Brille. Davon sind ca. 36% ihre Brille ständig am Tragen und 28% brauchen die Brille gelegentlich. Also, mein Lieber, um das mal festzuhalten, ja, ich trage übrigens selber eine Brille und ich habe -4 Dioptrien. Heißt, wenn ich meine Brille nicht anhabe, sieht das ungefähr genauso aus, wie du das da geschildert hast. Ich sehe alles nur noch so. Genau so sehe ich alles. Habe ich deshalb geheult? Heule ich deshalb? Nein, tue ich nicht. Der Punkt ist halt einfach, ja? Du bist nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der eine Sehschwäche hat. Und es hat auch nichts mit, Moment, Zitat, das Leben ist unfair, zu tun. Über 50% in Deutschland brauchen eine Brille. Du bist nicht der einzige Mensch. Theoretisch jeder Zweite, mit dem du sprichst, müsste eine Brille tragen. Für Laserbrille oder sonst wie Normalbrille. Das ist einfach fucking dumm von dir. Mir fehlen einfach die Worte. Wieso hat so ein Mensch so viel Reichweite und kann Leute... Boah, das... Also, da werde ich echt verrückt. Das ist Wahnsinn. Ich reg mich echt selten auf, aber das ist wirklich... Da sind beim Zuschauen, sind mir die Gehirnzellen weggestorben, als ich das gesehen habe, ja? Da ist aber nichts mehr oben, gar nichts mehr. Junge, der ist ja nur, der ist ja zu blöd für den Alltag. Ich dachte, der macht ja schon die Videos. Wenn man schon so Videos macht wie der, dann ist man eigentlich schon so, ja okay, mir ist mein Leben scheißegal, meine Würde. Ich mache nur noch Videos, um Geld zu... Warte, das mache ich auch. Und vor allem das Beste ist, am Ende sagt er einfach. Zum Glück habe ich jetzt aber neue Kontaktlinsen bekommen, wodurch ich wenigstens den Alltag meistern kann und halt normal sehen kann. Aber das Ding ist halt, ohne Kontaktlinsen bin ich am Arsch. Er sagt es doch selber, Mann. Er muss einfach nur Kontaktlinsen tragen. Oder eine Brille. Er hat einfach nur eine Sehschwäche. Aber Hauptsache den Titel schreiben. 80% meiner Sehstärke verloren, verdammte Scheiße, da muss ich ausflippen. Der einzige Punkt, den man ihm vielleicht gut anrechnen könnte, ist, und zwar haben manche Leute behauptet, dass seine Geschichte erfunden ist oder seine Krankheit nicht stimmt. Aber ich habe mal eine Freundin gefragt, die ist Optikerin, und die meinte, das wäre theoretisch schon möglich, aber das müsste dann wahrscheinlich an den Kontaktlinsen liegen oder halt, dass das mit Alter, Kontaktlinse etc. zusammenhängt. Jedenfalls, das ist vielleicht nicht unbedingt so erfunden, also er hat vielleicht wirklich in so kurzer Zeit so viel Sehstärke verloren, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass er doch eine fucking Brille tragen kann, Mann. Zucker!